fünf Kondensatoren mit jeweiligen Kapazitäten von 2, 3, 4, 5 und 6 Mikrofarad werden parallel geschaltet und anschließend in Serie. Berechne die Gesamtkapazität für beide Fälle und was schließt du daraus? Die fünf Teilkapazitäten sind in Mikrofarad angegeben. Da wir zwei Gesamtkapazitäten suchen, können wir die Einheit der Kapazitäten alle in Mikrofarad lassen. Hier habe ich das Fragezeichen hingesetzt, um den zweiten Teil dieser Aufgabe nicht zu vergessen. Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren erhalten wir die Gesamtkapazität, indem wir die Teilkapazitäten einfach addieren. In unserem Fall erhalten wir also C parallel gleich Summe dieser 5 Teilkapazitäten, also 20. Wir schlussfolgern C parallel gleich 20 Mikrofarad. Bei einer Serienschaltung von Kondensatoren erhalten wir die Gesamtkapazität durch diese Formel anhand der Teilkapazitäten. In unserem Fall gilt also 1 auf CS, S für Serienschaltung, gleich die Summe dieser 5 Brüche. Wir machen sie gleichnamig, der gemeinsame Nenner ist 60 und wir addieren die Zähler. Somit finden wir, dass CS geteilt durch 1 gleich ist zu 60 geteilt durch 87 und das macht ungefähr 0,69. Wir schließen daraus, CS beträgt ungefähr 0,69 Mikrofarad. Jetzt der letzte Teil der Aufgabe, was schließt du daraus? Wir sehen, dass die Gesamtkapazität bei der Parallelschaltung viel größer ist als alle Teilkapazitäten. Wir sehen auch, dass die Gesamtkapazität bei der Serienschaltung viel kleiner ist als alle Teilkapazitäten. Und schließen letztendlich daraus, dass die Gesamtkapazität bei der Parallelschaltung viel größer ist als die Gesamtkapazität bei der Serienschaltung.